Oh, hi und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Pokémon-News-Video zu Pokémon Sonne und Pokémon Mond. Durch den amerikanisch-englischsprachigen YouTuber PDWinAll ist etwas ans Licht gekommen, worauf ich mir denke, also wovon ich denke, so hättest du jetzt auch rausfinden können. Aber gut, hab ich nicht, hab's jetzt aber durch ihn rausgefunden, weil er mich quasi daran erinnert hat, das hätte ich machen sollen. Gut, wir sehen hier die japanische Pokémon-Webseite. Mit der Unterseite zu Sonne und Mond, zu den entsprechenden Startern. Was haben wir hier genau? Wir haben Baut. Baut, Pflanze, Flug. Wisst ihr. Und worauf ich hier zu sprechen kommen wollte, ist, dass wir jetzt quasi die Typen der Pokémon, also der Starter, wissen. Beziehungsweise, es ist sehr stark davon auszugehen, weil es sonst keinen Sinn macht, dass diese Typen da sind, außer um uns in die Irre zu führen. Und ich bin ehrlich gesagt nicht wirklich glücklich mit diesen neuen Typen. Pflanze Flug wissen wir. Das ist okay. Zu Bauers gibt es dementsprechend nichts Neues. Flamiau ist nur Feuer. Wissen wir. Und Robball ist nur Wasser. Wissen wir. Wo ist das Problem? Wir wissen hier, wir haben hier diese Icons. Für Pflanze und Flug. Wenn ich die jetzt beide mal in einen neuen Tab öffne, sehen wir hier Icon 1, Icon 2. Wenn ich jetzt Feuer öffne, haben wir hier Icon 4 und da fehlt was. So. Und das Problematische an der Sache ist, dass die Typen hier entsprechend schon, dass der Typ schon entsprechend drauf ist. Aber das zeige ich euch erst gleich. Dasselbe gilt übrigens für Robball. Robball hat Icon 5, also 5. Und das Problem hier ist, es gibt auch Icon 6. Icon 7 gibt es nicht mehr. Das kann ich euch auch einmal ganz kurz demonstrieren, weil die anderen Typen, die zeige ich euch jetzt gleich. Icon 7 gibt es nicht. Wie ihr hier sehen könnt, das ist eine Error-Page. Hier ist nichts. Seht ihr hier diese Seite, die sie... Bla, gibt es nicht. Gut, dann komme ich auf das Vorbereitete. Pflanze, Flug. Wissen wir, ihr seht hier oben übrigens schon die Tabs, das ist, ach, ist egal. So, wir haben hier Boden, Feuer. Warum Boden, Feuer? Warum? Die Vergangenheit hat gezeigt, das ist kein super duper Typ. Gegenteil, es ist, ach, nee, ist nicht gut, ist nicht gut. Kommen wir zu Robball. Das ist Wasserkampf. Gut. Auch nicht so prickelnd, ehrlich gesagt. Aber definitiv besser als Boden, Feuer. Wir haben damals mit Groudon gesehen, dass eine Boden-Feuer-Kombi... Ah, nee. Ist nicht gut. Denn man muss das ja so sehen, dass der Bodentyp dadurch, dass das Icon 3 ist, vorgesetzt wird und nicht danach. Bedeutet, wir würden die entsprechenden Schwächen so bekommen, dass also wir einen Boden-Feuer-Typ haben und nicht Feuer-Boden. Und damit können wir quasi fast dieselben Schwächen und Vorteile von Groudon übernehmen. Und ehrlich gesagt, es sieht nicht so rosig aus wie Flamiau. Wir haben eine Vierfachschwäche gegenüber Wasser-Pokémon, da wir nicht wie Groudon die Fähigkeit in der Protoform Endland bekommen. Zumindest denke ich nicht, dass wir sie bekommen. Und was Vergleichbares wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Das heißt, wir haben eine Vierfachschwäche gegenüber Wasser-Pokémon. Das heißt, Robball lacht uns ganz dreckig ins Gesicht. Zusätzlich dazu haben wir eine Zweifachschwäche gegenüber Boden-Pokémon. Das ist, ja, brauchen wir nicht weiter kommentieren, ist okay. Wir haben eine normal effektiv sind auf uns Normalattacken, Pflanzen, Eis, Kampf, Flug, Psycho, Gestein, Geist, Drache, Unlicht. Ist okay. Vor allem, aber was mich aufregt, ist, dass Pflanze dabei ist, dass Flug dabei ist und das Kampf wiederum dabei ist. Das bedeutet, Robball kommt an und sagt, hier ein bisschen Wasser. Ach, jetzt habe ich gerade ein bisschen Lust auf Kampf. Es kann einfach mit uns, ja, es kann uns quasi in der Luft herumwirbeln und wir sitzen da und denken uns, fuck. So. Bautz kann, wenn man es wahrscheinlich klug einsetzt, gegen uns auch bestehen, weil den einzigen Vorteil, den wir gegenüber Bautz haben, ist unser Feuer. Und das ist, ja gut, zumindest zweifach effektiv, also es ist sehr effektiv. Allerdings kann es uns immer noch angreifen mit seinen Pflanzen und Flugattacken, welche auf uns normal effektiv sind. Und das gefällt mir nicht. Ich hätte zumindest mir gewünscht, zumindest irgendwie eine Resistenz gegenüber Pflanze, weil sehr einfach sinnvoller gewesen, aus meiner Sicht. Ich hätte es sinnvoll gefunden, wenn wir zumindest eine Resistenz gegenüber Pflanze hätten. Da wäre ich schon glücklich, aber so irgendwie, ist nicht so drin, ne?
Gut, wir haben aber noch Robball und das ist Wasserkampf. Und auch einen Wasserkampftyp gab es schon in der Vergangenheit. Das war Quappo. Quappo gab es damals schon und Keldeo. Und dementsprechend, wir müssen natürlich die Fähigkeiten dann entsprechend begutachten. Die wissen wir jetzt nicht, welche Fähigkeiten sie später haben werden, falls die durch Entwicklungen vielleicht andere Fähigkeiten bekommen. Aber die normalen Fähigkeiten waren, glaube ich, die Standardfähigkeiten, die sie haben. Und nee, bringt uns nichts. Bringt uns gar nichts. Und ja, kommen wir also zu den Schwächen bzw. Vorteilen von unserem Wasserkampftyp hier. Wasserkrampftyp. Und das ist halt eine Zweifachschwäche gegenüber Pflanzen-Pokémon. Eine Zweifachschwäche gegenüber Elektro. Also, ja. Flug, Psycho, Fee. Gut. Ist okay, aber das jetzt müsst ihr begutachten. Pflanze, Flug ist schlecht für Robball. Bedeutet, im Umkehrschluss, unser Bautz hier ist krass. Der ist wirklich krass. Der hat mit seinen Pflanzenattacken kann er gegen Flamiao gut ankommen. Und mit seinen beiden Typen, doppelten Typenvorteil quasi gegenüber Robball. Das ist aua. Das ist einfach nur aua. Ich meine, please. Bautz, was geht ab? Warum bist du so krass OP? Was geht denn bei dir? Was geht denn bei dir? Warum musst du so krass OP sein? Was fällt dir ein? Wobei man natürlich auch sagen muss, dass die Schwäche von Flamiao quasi die Schwäche von Bautz wiederum ausgleicht. Denn das ist ja halt entsprechend auch seine Schwäche gegenüber die Feuerattacken. Allerdings hat es halt keine Schwäche gegenüber die Boden, denn dagegen ist es resistent. Pflanze, gut, ist klar. Aber kommen wir noch ganz kurz zu Bautz. Es hat halt eine Vielfachschwäche gegenüber Eis und ich weiß nicht, Robball wird vermutlich irgendwann eine Eisattacke noch bekommen, aber hat dadurch keinen, also durch seinen eigenen Typ, hat es halt keinen Vorteil wirklich dadurch. Also es hat jetzt keinen Step da drauf und hast du nicht gesehen und fällt mir nicht. Das bedeutet, also rein typentechnisch ist Bautz der krasseste. Aber wir müssen ja noch auf die anderen Stats abwarten, welche Flamiao und Robball so bekommen. Und ich erwarte, dass Flamiao die krassesten Stats von allen bekommt, weil sonst ist es fucking unfair oder zumindest eine Mega-Entwicklung. Denn so rein vom Typen her ist das ziemlich scheiße für Flamiao. Das ist so meine grobe Einschätzung. Wenn diese Typen hier, die wir jetzt hier rein von den Icons hier bekommen haben, uns nicht auf eine falsche Fährte führen und es wirklich Boden jetzt hier ist, dann please, Flamiao. Ich mag dich eigentlich vom Design her mit am meisten. Robball mag ich gar nicht, aber du bist am Arsch. Du bist einfach am Arsch. Das funktioniert nicht. Aber gut, schreibt mir eure Meinung dazu in den Kommentaren. Meint ihr, es sind wirklich diese Typen? Es ist sehr wahrscheinlich, weil es die offizielle Pokémon-Webseite ist und die Icons hier entsprechend drauf sind. Und hier nochmal, ich weiß nicht, ob ich es gerade schon gezeigt habe, die Namen hier passen überein. Das ist Boden, definitiv. Und hier haben wir entsprechend den Typen Kampf. Gut, soviel dazu auf jeden Fall. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare rein. Würde mich sehr krass interessieren. Und pray for Flamiao, weil Gott, der Typen-Kombi, ey. Please. Also, ich erwarte, dass es eine geile Fähigkeit bekommt. Ich erwarte, dass es irgendwelche geilen Attacken noch bekommt. Und ich erwarte, dass die restlichen Stats des Pokémon einfach krass werden, weil sonst ist Bautz der klare Winner. Nicht nur der designtechnische klare Winner der meisten, sondern auch der typentechnisch klare Winner von allen. Und das ist kacke. Kacke, weil man sollte eigentlich wissen, oder man sollte eigentlich meinen, dass Game Freak weiß, was sie tun. Und ich persönlich denke mir jetzt, bei den Typen, die wir bekommen haben, wenn sie wirklich stimmen, wir wissen das nicht zu 100%, noch ist das nicht wirklich bekannt gegeben. Es ist sehr wahrscheinlich, weil sonst würden die Icons hier nicht existieren. Es ist sehr wahrscheinlich, aber ich weiß nicht. Ich bin unzufrieden. Ich bin sehr unzufrieden mit diesen Typen. Aber gut, schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare rein. Es würde mich sehr, sehr, sehr interessieren, was ihr darüber denkt. Vielleicht interpretiere ich das auch falsch, aber rein von dem, was die Typen, Schwächen und so weiter sind, gefällt es mir nicht. Gefällt mir gar nicht. Vor allem Boden, Feuer.
Ich meine, der Bodentyp ist vorgesetzt hier. Das ist... Ach. Nee, gefällt mir nicht. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare rein. Und ja, wir sehen uns dann demnächst wieder in einem weiteren News-Video zu Pokémon Sonne und Pokémon Mond. Haut rein, bis dann und ciao!